kein Licht an und dreht sich kaum ein Rad in Deutschland. Wir sorgen mit unseren Kunden dafür, mit ganz unterschiedlichen Produkten, dass die Menschen ihr Leben entspannter, attraktiver, vor allen Dingen auch bunter gestalten können. Fähigkeit zu Netzwerken. Unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Branchenlösungen. Riesengroßer Pool von Experten und Expertinnen. Diese Solidarität ist wirklich etwas, was im täglichen Business gelebt wird. Das zeichnet uns aus. Unser Herz, unsere Leidenschaft schlägt für Fortschritt, Technologie und nachhaltiges Wirtschaften. Wir verstehen uns als Möglichmacher. Gerade in komplexen, anspruchsvollen, zeitlich kritischen Projekten können unsere Teams ihr Know-how unter Beweis stellen. Und das können wir in den Bereichen Elektro, Automatisierungstechnik und IT. Und aktuell sind wir mit 3600 Expertinnen und Experten in Deutschland in unseren Hauptbranchen Marktführer. Du hast natürlich vollkommen recht, wir sind 3601 Mitarbeiter in Deutschland. Wir sind bei der Actemium ein sehr, sehr großes Unternehmen, was sich nicht so anfühlt. Wir haben eigentlich kleine Niederlassungen, kleine Teams und durch dieses Netzwerk sind wir stark. Mittlerweile ist der Wandel am Markt so dermaßen stark, dass es nicht mehr möglich ist, durch eine Firma die gesamten Anforderungen auch in der Technologie abzugreifen oder zu bedienen. Ich glaube, das lässt sich nur noch über Kooperationen realisieren, Netzwerken mit anderen Firmen. Und das zeichnet Actemium halt auch aus. Wir kommen aus der Papierindustrie, wir kommen aus der Chemieindustrie, wir kommen aus Öl und Gas. Wir können gewisse Erfahrungen aus anderen Industriezweigen einfach mit einbringen. Ja, Actemium plant Industrieanlagen, wir montieren und wir übernehmen auch den Part der Wartung des Services. Wir sind sehr dezentral aufgestellt, wir sind sehr kundennah und bieten ihnen Lösungen an. Also komplexe Lösungen, customized Lösungen auf ihre speziellen Belange zugeschnitten. Für uns war Actemium in diesem Projekt auf jeden Fall ein Möglichmacher, weil wir alleine oder vielleicht auch mit vielen anderen Partnern das nicht gestemmt hätten. Weil die Komplexität so hoch ist, dass das einfach Sinn macht, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, bei dem man weiß, dass das funktioniert. Actemium arbeitet nicht die Projekte nach Schema ab, was auf dem Papier steht, sondern die bringen sich wirklich aktiv mit in die ganzen Projekte ein, sodass halt wirklich während der Projektphase Verbesserungen wirklich mit eingearbeitet werden können. Ja, also wir sind mit Actemium während der ganzen Projektphasen, die wir ja mittlerweile haben, wirklich zusammengewachsen. Also man weiß mittlerweile auch, wie die Mitarbeiter von Actemium denken. Man weiß auch, wen man anrufen muss, wenn man ein Problem hat. Actemium hat sich halt jetzt über die Jahre einfach so platziert, dass sie wissen, wie der Hase läuft. Wir sind froh über die Kenntnisse, die die Kollegen haben, dass sie genau wissen, wie wir hier arbeiten müssen. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Entweder sicheres Arbeiten oder gar nicht. Wir wollen uns bemühen, dass jeder abends heil zu Hause ankommt, dass jeder zu seiner Familie kann. Und das ist unser Bestreben. Was mich mit Actemium verbindet, ist diese Möglichkeit, permanent mit neuen Produkten Kontakt zu haben, daran zu lernen, sich daran weiterzuentwickeln und sich selbst zu entwickeln. Wenn man dann auch hier zum Ende die Produktion sieht, dann ist das so, als wenn man eine schöne Spielzeugeisenbahn aufgebaut hat und endlich sieht, dass sie läuft. Also das ist schon ein Erfolg. Gerade in Hinsicht auf Problematiken, die man überwunden hat, die man in Zusammenarbeit mit dem Kunden gelöst hat, da ist man schon ein ganzes Stück weit stolz drauf. Man lernt sehr viele Felder kennen, sei es die Chemie, Industrie, aber auch intern. Man kommt super mit den Mitarbeitern klar und man wird auch immer herzlich aufgenommen. Gute Kollegen hier, gutes Arbeitsklima. Man wächst da rein, die sind alle super lieb, das Team. Schöne Möglichkeiten, die man da hat, auch mal rauszukommen, was Neues zu sehen, vielleicht auch dann andere Schwerpunkte zu haben. Wir laden Menschen zu Actemium ein, die sich als Entwickler verstehen, die kreativ und lösungsoffen für die Industrie Projekte umsetzen. Die Technik verändert sich, die Ansprüche verändern sich. Ich persönlich halte das für genau das, was Ingenieure ausmacht. Wir machen uns Gedanken, was ist die beste und gleichzeitig günstigste Lösung? Was kann man vielleicht auch außerhalb des Bekannten einsetzen, um das Ziel zu erreichen? Mir geht es nicht um den schnellen Erfolg, sondern eben um Thema Nachhaltigkeit, sowohl wie wir selbst nachhaltig sind,
als auch wie wir mit unseren Kunden umgehen. Wir sind stark am grünen Wandel unterwegs. Wir haben gerade aktuelle Projekte laufen im Automotive-Bereich, wo wir die Fahrzeughersteller begleiten, auf E-Fahrzeuge umzurüsten. Wir sind in der Stahlindustrie unterwegs. Wir sind an Dekarbonisierungsprojekten dran. Also ich sag mal so, wir sind diejenigen, die den grünen Wandel gestalten und halt auch mitgestalten. Insofern suchen wir immer mehr Branchen, Kunden, Technologien, die genau diesem Anspruch gerecht werden. Wenn man das so zusammenfassen möchte, sind wir nicht nur der Möglichmacher, sondern am Ende machen wir die Träume unserer Kunden wahr. Und das Ziel dabei ist, die Träume noch ein bisschen ein Stück weit zu erweitern.